Holzkohlegrill Abant, sei gespannt. Der Laden ist sehr bekannt hier für seinen Döner. Ja. Und ich würde behaupten, hier gibt es das beste Steak. Ich würde wirklich behaupten, das beste Steak Deutschlands. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Ciao, grüß dich. Grüß dich, Rolle. Alles schön gut bei dir? Schön, dass du wieder hier bist. Ja, gerne, gerne. Ich habe letztes Mal gesagt, ich komme und ich komme. Ein Mann, ein Wort. Du machst mir heute geile Foodspots klar, ne? Genau. Ich habe 3 Läden im Kopf für dich. Mhm. Wirklich richtig coole Läden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. King Shawarma, ehrlich, der macht richtig brutales Shawarma-Fleisch, so Döner libanesischer Art. Okay, aber wieso, würdest du wirklich sagen, der schlägt so die meisten anderen Shawarma? Ja, ja. Also der Name King trägt dazu recht. Ja? Ja, aber ich bin Shawarma-Experte, kann ich dir das schon mal vorhin sagen? Und ich werde dir eine ehrliche Meinung geben. Ja, ich weiß, du bist ehrlich und deswegen, wir müssen da auf jeden Fall hin. Dann habe ich für dich einen guten Oshakbashi-Döner, aber ich wollte dir nicht das Döner zeigen, ich wollte dir eher das Steak da zeigen. Aber ist der Döner auch? Boah. Ehrlich? Also der zählt hier in der Ecke auf jeden Fall unter den Top 3, 5 auf jeden Fall. Top 3. Gut, dann esse ich den Döner aber auch. Das okay, müssen wir auch. Wunderbar, korrekt. Okay. Und dann hätte ich noch einen. Da gibt es außergewöhnliche Sachen. Was hältst du so von Hirn und Schafszunge? Auch bin ich am Start. Alles Außergewöhnliches her. Ja, das soll gesund sein. Ich habe gehört, mineralstofftechnisch. Wie wär's, wenn wir da jetzt anfangen, mit so einem arabisches Frühstück beginnen? Geil, Mann. Gib mir gleich Hirn. Ich will Hirn fressen. Yalla. Yalla. Guck mal, ich dachte erst, wir gehen da rein, weil das so optisch wieder aussah, habe ich jetzt erst gesehen, das ist gar nicht zu essen. Dann habe ich gesehen, da, und jetzt sage ich zu Charo, das sieht eher unscheinbar aus, so wie eine Kneipe, so eine Art, ne? Das war mal eine Kneipe. War das echt mal eine Kneipe? Das war wirklich mal eine Kneipe, das ist jetzt der Wandel vom Ruhrpott. In Dubai feiert man jetzt Oktoberfest und die Kneipen im Ruhrgebiet sind jetzt so leckere arabische Läden geworden. Geil, auch so eine Suppe, ich kenne so eine Suppe mit Hansen. Ja, Suppe hat er, glaube ich, nicht da, aber wirklich geiles Hirn da, geiles Hirn, Zunge. Leber. Ich habe mal eine türkische Affäre gehabt. Da habe ich mal ein bisschen in der Reihe, ich weiß gar nicht mehr, was. Nee, das war Leber. Das war Leber, aber nicht so klassisch. Lamm, nicht Lammleber, irgendwie sowas. Lammleber, ja. Lamm gibt es, ne? Ja, klar. Und die war geil. Gut, dann gehen wir mal rein. Und an euch auch gerne, schreibt mal eure Empfehlung. Ich will ein Konzept machen, Abonnenten-Empfehlung testen. Und da mache ich ein Video komplett von einem Abonnenten, der mir 3 Tipps in seiner Stadt schreibt. Also schreibt mir 3 Tipps in eurer Stadt. Also wenn ich hier durch bin, habe ich Herz, Hirn, Nieren, Hoden. Vielleicht Hoden noch. Ja, ich habe gehört. Okay. Wollen wir Hoden essen? Ja, safe. Ja, ehrlich? Ja, klar. Schmecken die gut? Die schmecken gut an. Oh, lecker, lecker Hoden. Dass du vom Feeling einmal hast, so wie der Laden aussieht. Lass uns hier schon mal in den Tresen reingucken, schau. Kannst du uns ein bisschen zeigen, was das alles ist? Hier haben wir wirklich leckere Crispy-Dinger. Machen die auch alles selber. Ja, da ist einmal die gekochte Variante. Ein bisschen Lachs. Hühnchen, das wird für Fajita-Sandwich gemacht. Kleine Steaks, Minuten-Steaks. Mm. Krabben, Hähnchenbrust. Und das ist diese interessante Ecke, warum ich dich eigentlich hier haben wollte. Ja. Hier haben wir lecker Hirn, Zunge, Leber, Rosto, das ist Roastbeef. Oha. Bei der Mann haben wir dran. Heute ist nicht unser Tag. Keine Hoden? Keine Hoden. Ah, scheiße, da muss ich nochmal extra kommen. Okay, aber guck mal, jetzt nur mein Feedback. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, das sieht lecker aus, das Bier in der Reihe. Das sieht nicht eklig aus oder so. Ich finde, das sieht anstrengend aus. Das ist appetitlich. Ja, und hier haben wir die Standardsachen noch. Ne? Das sind die Standardsachen. Das ist jetzt Hirn. Da macht das Hirn schon. Das ist Hirn, das kommt da rein. Sandwich machen wir lieber ein anderes Mal, lieber so das Hirn dann testen. Ja, ne? Oder? Ja, doch, lass so mal, weil das stoppt auch zu doll mit dem Brot. Ja, komm, wir sollen da dir eins machen. Ja, ne? Ja. Den Rest nehme ich mit für Freundin. Ja, aber ich sag ihr nicht, was das ist. Wie schon angekündigt, schaue auch den Döner, werde ich zumindest noch antesten. Ich sag jetzt schon mal, Leute, das wird eine heftige Foodtour. Mit Innereien, alles drum und dran. Ich habe da so Bock drauf, glaubt ihr nicht. Gesehen, dass sie uns hier schon was hingepackt haben. Also das sind so Fava-Bohnen mit Kichererbsen. Damit er so mit Kumin, Knoblauch, Olivenöl und so. Dann haben wir hier Kichererbsen mit frittiertem Brot, Joghurt, Knoblauch und geröstete Nüsse. Das ist Zunge? Geil, das ist Zunge. Okay, das ist Gehirn. Das ist Hirn. Oh, jetzt kommt die Shawarma, oder? Das riecht richtig geil nach Zitrone. Oh, richtig die Frische noch mit drin, ne? Zunge oder Hirn? Wir fangen an mit Hirn, würde ich sagen. Okay. Das Thema hier schön. Oh. Ich habe hier schön das Hirn. So startet man den Tag. Oh, das sieht Gewürzgurke, Kumin, Knoblauch,
Die Gurken noch da drin. Also man ist erstmal ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Angst, man geht mit irgendwie Vorbehalt daran, als jemand, der das nicht kennt. Sehr präsent auf jeden Fall diese Knoblauchcreme. Also irgendwie erinnert mich das ein bisschen, ich weiß nicht warum, an Fisch. Ich weiß auch nicht. Fisch? Der Beigeschmack. Ja, das ist so, was mir im ersten Moment einfällt. Ganz Neuland. Also es ist so, es zergeht im Mund halt. Ja, sehr soft, Gelee-mäßig. Da musst du mir erstmal meine Gedanken zusammeln. Gehen wir mal jetzt zu Zunge, war das hier. Oh, das hab ich das noch vergessen. Die sind wirklich auch genial, die kleinen Granaten. Also erstmal hier jetzt die Zunge. Sehr schönes Fleisch. Das ist aber nicht vom Huhn, ne? Eine Huhnzunge ist, glaube ich, ganz klein. Schmeckt wie Truthahn, ich sag's euch. Jetzt gehen wir mal zur Kippe. Nimm hier mal eine. Richtig schön soft von innen. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Weißt du, woraus die Kruste besteht? Die Kruste ist ganz feiner Burgwurst und Rindertatar. Echt? Ganz fein, ja, ja. Ich werde dir mal nebenbei schon mal ein bisschen die Dings snacken. Ich liebe ja sowas. Hülsenfrüchte. Alles hier mal mit rein. Ich zeige euch hier mal meinen Löffel, den ich mir hier drauf nehme. Was ist das für eine, sage ich mal jetzt, cremige da drauf? Das sind die Bohnen selber. Das sind die Bohnen auch, aber gestampft, oder? Die werden ein bisschen gestampft beim Kochen schon. Schön Olivenöl drin. Der macht das halt nochmal schön geschmeidig. Jetzt haben wir hier schön, wie ihr seht, Cashewkerne angebraten. Müsst ihr selber mal zu Hause machen. Ich habe schon oft gemacht, angebratene Cashewkerne. Mal gucken. Heftig. Ich mag gerne diesen Kontrast zwischen, du hast irgendwie so das Herbe der Nüsse, noch angebraten, diese schönen Röstaromen, dann das Sanfte vom Joghurt dazu. Hier, richtig schön soft, richtig schön. Unten ist, du hast hier in der Mitte, genau, da ist der Käse und hier oben drüber ist Thymian Sesam. Das ist genial, Leute. Das ist genial. Ihr habt erst durch die Kräuter oben, die auch leicht durch den Ofen angeröstet sind, habt ihr so eine leichte, crunchy Kruste, die aber natürlich so bröselig ist durch die Gewürze. Und dann kommt der schöne Käse durch. Schön weich, soft, Weltklasse. Seht ihr die Käsefäden? Wenn wir jetzt nochmal anders an den libanesischen Döner wenden. Interessant, so eine ganz leichte Bitternote ist da drin. Weißt du, was ich meine? Herbe Note. Das sind, glaube ich, die Kapern. Kapern hätte ich jetzt nicht gedeutet, bin ich ehrlich, aber merkst du dieses Herbe? Top, schauen. Top. Der Mohammed hat mich gerade gefragt, was mir am besten gefallen hat. Der könnte direkt auch mein Urteil. Ich könnte so von 10 Punkten 8,3 geben. Alles durchweg top. Hören muss ich aber sagen, da konnte ich mich nicht so ganz dran gewöhnen. Also Hören war für mich zu Neuland. So, das war, bin ich auch mit zu viel Vorbehalt angegangen. Ja. Aber zum Beispiel Zunge, diese Zartheit vom Fleisch, dieses Unbekannte, Orientalische von dem Shawarma. Shawarma habe ich noch nie so gegessen wie hier. Von der Art auch. Dieses Brot, was sie mir gegeben hat, das war Weltklasse auch. Wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Am besten würde ich meine sagen, Shawarma, das Brot, aber die Kichererbsen und so. Alles top. Alles top. Wir sind bei King Shawarma am Start. Du hast eben schon angeteasert. Ey, ich werde Dinge erleben, die ich so im Leben noch nicht erlebt habe. Ich gehe stark davon aus. Du wirst auf jeden Fall Sachen probieren, die du, glaube ich, bisher nicht probiert hast. Okay. Lass dich überraschen. So, rein da, rein da. Wie geht's dir? Ich habe Olle mitgebracht. Ich habe dir von dir erzählt, dass du der wahre King of Shawarma bist. Du hast ja gerade bei Barbara Grill probiert. Ja. Und jetzt gleich kannst du sagen, welcher besser schmeckt. Werde ich ehrlich sagen. Aber nicht, dass ich jemand auf dem Schiff rede. Auch nicht dir, nicht, dass du auf einmal mich hier rauskriegst. Mach hier Schlägerei, Clan-Schlägerei. Oh, geil. Siehst du das? Aber lass dich reden. Das ist selbstgemachte Sucuk-Wurst. Woher weißt du das? Ist das? Ja. Schau, das ist wirklich die libanesische Sucuk oder arabische Sucuk. Ja. Und diese Würstchen musst du auch probieren. Mm. Wir sagen dazu Makana. Oh, das macht ja auch hausgemacht alles, ne? Alles aus eigener Herstellung. Ja, was für ein Fleisch ist das? Das ist Kalbfleisch. Ah, oben ist Fett, das zieht schön runter in den Spieß rein, ne? Die Süße herrscht so schön, weißt du? Oh. Sieht aus wie ein Krieg hier, Stacheldraht, weißt du? Stacheldraht, ne? Guck mal. Oh, da wird jetzt das Fleisch zubereitet hier. Bei uns wird das mit Essig mariniert, ohne Öl. Mit Orange auch und Zitrone? Orange, Zitrone, Zwiebel und dann kommen meine Gewürze rein. Und noch eine Sache, die darf ich aber nicht sagen. Ja, komm, komm, kannst du ruhig. Guck mal, viele sagen Öl oder Milch. Ich tue Tahine rein, damit das Fleisch ein bisschen hell bleibt.
pur. Ohne Joghurt, ohne Milch, ohne nichts. Habt ihr da lang rumgetüftelt? Das hätte ich zu sagen, das hat mein Vater vor 50 Jahren gemacht. Ich hab's einfach so übernommen. Oh, Luxus, ne? Dein Vater, wie viele Jahre macht er das? Na, 50 Jahre. Ihr müsst so sehen, sein Vater hat 40 Jahre dieses Rezept 50. verteidigt. 50 und er hat jetzt alles rausgehauen, ganzes Rezept. Da sind ja noch meine Gewürze. An Leute, hier das schöne Shawarma. Ich werde da mal direkt im Stehen jetzt reinbeißen. Jetzt glüht das noch fest. Leichte Säure, auch durch dieses Sumak, was wir da haben. Merkt direkt auch, dass es dieses sanfte Fett ist. Wie gesagt, die machen ja diese Fettlagen rein. Dieses Geschmeidige vom Fett und dann die Säure. Schau, genial. Genial. Shawarma mit Ansage. Ihr wisst, ich bin ehrlich, würde ich niemals so sagen, wenn es so wäre. Das Beste meines Lebens. Und ich habe wirklich jetzt viel Shawarma gegessen. Gute Shawarma. Den hier gebe ich ohne Scheiß. Den gebe ich 9 Punkte. 9 von 10 Punkte. Wer mir einen besseren Shawarma da reinhaut, in die Kommentare, wieder 250 Euro Gutschein. Setz dich aus. Das wird dauern. Das wird dauern. Auch diese Sesamsoße da drin. Du hast diese frischen Gewürzgurken, frische Kräuter, diesen Zwiebel-Petersilie-Mix einfach ausgeklügelt. Jetzt erstmal die Sucuk-Wurst hier, werde ich probieren. Boah, guck mal, das hier auch noch. Den gibt es immer dazu, den Kühlsalat. Hat nichts zu tun mit einer Sucuk-Wurst, die du kaufst. Du legst das so an und an den Mund. Hast da schon die Gewürze komplett in deinem Mund drin. Sehr würzige Explosion im Mund. Und jetzt? Wild. Ich will das nicht. Guck mal hier der Salat, Leute. Schön mit Walnüssen drin. Rosinen. Und hier noch schön mit Granatapfelkernen drin, der Salat. Schöne Süße drin. Diese Rosinen, das sind auch kein, die sind, ich glaube, die sind noch mal extra ein bisschen gesüßt. Die sind ein bisschen bissfester. Kaum Salat. Hummus. Der ist cremig. Also was ich bei dem Hummus geil finde, und ich habe auch schon viel Hummus im Leben gegessen, du merkst richtig dieses, ich sage jetzt nicht nussige, weil es ja keine Nuss, aber dieses Sesammäßige. Das ist ja ein nussiger Geschmack, genau, kann man so sagen. Ja. Genau, das Nussige da drin, du merkst das richtig raus, es ist nicht irgendwie verfälscht und ganz ohne Scheiß, ohne die anderen Wissen, habe ich eben top bewertet. Aber den kann ich, wenn ich Gesamtnote für das komplette Restaurant gegeben muss, gibt es auch eine 8,8 von mir. Ist nicht in Worte zu fassen. Die Würste auch echt heftig, mal so eine Sucuk selber gemacht. Alles, was wir essen, bestellt genau das Gleiche. Okay, Charo, wo geht's als nächstes hin? Als nächstes geht's nach Gelsenkirchen-Horst, nach Abant. So, es gibt wirklich ein ganz krankes Steakfilet, auf eine besondere Art zubereitet. Und auch wirklich einer der besten Döner hier im Ruhrgebiet. So, mein lieber Charo, wir sind hier beim Laden Nummer 3. Ich sehe schon, Holzkohlegrill steht da, aber wir haben was ganz Spezielles. Holzkohlegrill Abant. Sei gespannt. Der Laden ist sehr bekannt hier, erstens für seinen Döner. Ja. Und ich würde behaupten, hier gibt es das beste Steak. Okay, das beste Steak so in der Umgebung oder vielleicht Deutschland oder was du kennst? Ich würde wirklich behaupten, das beste Steak Deutschlands hier. Echt? Bei Abant. Okay, da muss ich ausnahmsweise, da bin ich auch mal ehrlich, sagen, ich bin kein Steak-Experte. Döner im Vergleich zu dem, ich habe bei Charo auf dem Kanal schon mal Döner getestet, ich glaube 9,1 gegeben, 9,2. Würdest du sagen, der hier schlägt den anderen? Nein, ich bin offen und ehrlich, aber nach Artuklu kommt Orbant. Okay, aber ist ja Geschmackssache, vielleicht finde ich ihn geiler. Genau. Und dann hier über den Laden. Sehr, sehr lecker. Aber, das muss ich dazu sagen, so die Aufmachung mit Brot und Salat ist dem Fleisch nicht würdig. Das bräuchte noch einen Push. Das Brot und die Salat. Das ist eher, sag ich mal, Standard und das Fleisch ist Premium. Aber wenn die den Salat, Soßen optimieren, dem Fleisch anpassen auf das Level, dann wäre noch heftiger. Ich hätte jetzt eine 8,5 gegeben, wäre das Fleisch einfach. Das ist das Herz, das ist heftig. Aber
halt der Rest hat es ein bisschen gedämpft. Man merkt einfach das Fleisch extra klasse. Zum Dönerschau, was hast du eben gesagt? Also wie gesagt, ich habe ja nicht reingebissen, ich kenne den Döner. Und jedes einzelne Wort, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Absolut, 100%. Also, das Fleisch ist Premium, ist top. Aber der Brot und Salat, da kann man noch mehr rausholen und dann wird er auf jeden Fall noch weiter oben gehen. Genau. Und demnächst habe ich noch ein Attentat vor, auf Rolle und seiner Community natürlich. Lasst euch überraschen, das wird noch hoffentlich im Januar bei mir auf dem Channel rausgestrahlt. Also ich weiß ja schon, es wird brutal. Ich sag's euch, das wird alle Rahmen sprengen. Eine Kooperation unter mehreren YouTubern, wer dabei ist, kann sich glücklich schätzen. Ja. Und ich werde dabei sein, das wird richtig heftig. Macht euch auch was Krasses gefasst. Ja. Damit du wirklich den Genuss dieser Butter auch richtig schmecken kannst, Amja hat mir einen Trick gezeigt, immer Brot aufmachen, ein bisschen so, hier so ziehen lassen, ja, genau, richtig schön rein, ein bisschen ziehen lassen, oder? Jetzt ist das so schön voll gesorgt, bitte, Rolle. Sag mal bitte jetzt nur der Geschmack ohne Fleisch, ohne Milch. Das ist so Brot und Butter. Das ist krass, das hat so einen Touch. Das erste, was mir in den Gedanken kam, wenn ihr ein schönes Rumpfleisch oder so habt und außen das Fett, was so richtig weich ist und natürlich Geschmacksträger, voller Geschmack. So hat das hier eben geschmeckt. Ganz verrückt. Ist das so ein Favorite-Essen von dir, einfach Steak? Ich esse sehr gerne. Auch Fleisch, Steak, ich esse wirklich alles sehr, sehr gerne. Und immer noch rosa. Edle Kruste von außen. Das, was ihr am Anfang auf dem Grill gesehen habt, das richtig scharf angebrannt ist, habt ihr natürlich einen schönen Fleischgeschmack. Ganz präsent. Hat man einfach nicht bei jedem Steak. Man denkt, man kauft ein schönes Steak, ist zu Hause, zack, haut auf den Grill. Speckgefühl hat nichts. Ihr müsst es glauben, wenn ihr das hier esst, kann ich nur empfehlen, mitwischen. Guck das hier rein. Büffen machen rein damit. So will ich dich haben, bester Mann. Genau. Ich bin, wie gesagt, Charo, kein Steak-Experte. Also so viel, was ich sagen kann. Das Fleisch in der Kombi mit dieser Butter ist einfach was ganz Besonderes, was Einzigartiges. Was ich so noch nie gegessen habe. Barbermäßig. Hammer. Also nochmal ein schönes Dankeschön, sag mal, an alle Schaberts. Genau, Schaberts und Banets. Und Banets. Also ihr seid herzlich eingeladen zu Holles Futur, diese Charo. Das ist der Pott, Junge. Das ist der Pott. Wir lieben uns hier alle, hier gibt's Liebe im Pott. So scheißegal, was für eine Nation, wo du herkommst, wie du aussiehst. Hier ist jeder wirklich gleich im Pott. Ja, diese Wärme spürt man irgendwie. Und die Botschaft finde ich richtig geil von dir, Charo. Das wollte ich auch nochmal sagen. Danke. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin so voll gefressen. Ich sag's dir. Es war sehr schön, dass du wieder hier im Ruhrgebiet warst. Ja, Mann. Immer wieder gerne. Danke dir für die Tour. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, falls ihr noch was sehen wollt in der Richtung, schreibt es rein in die Kommentare. Genau. Du bist immer wieder ein gern gesehener Gast. Wie gesagt, wenn ich im Norden bin, komme ich dich besuchen. Ich hoffe, dir und deiner Community hat die Ruhrpott Food Tour gefallen. Ich hoffe auch. Wir schauen mal. Wir werden auf jeden Fall noch was zusammen machen. Ich sag euch danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo und einen Daumen nach oben und auch die Glocke an. Und abonniert mir den Charo. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin der Meinung, ab heute nicht mehr Holle 2.1, 600 Watt, was ich was, sondern lasst uns den Abo Holle denn. Nein, nein, nein. Bis zum nächsten Mal.